Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, jetzt kann ich fast schon einen schönen Montagnachmittag wünschen. Montag, Kalendermontag und keltischer Montag stimmen auch überein. Ich habe den ersten Teil, den ich hochgeladen habe, wieder herausgenommen. Ich habe ihn auch auf Telegram gelöscht und zwar habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe irrtümlich 2 Stunden statt einer Stunde dazu addiert. In den Ephemeriden steht 1 Grad 54. Ich habe leider wegen der Grafik immer eine Minute Korrektur und ich habe irrtümlicherweise, ich weiß es nicht wieso, 2 Stunden dazu gerechnet. Bitte tut mir wirklich leid. Fehler müssen korrigiert werden, aber auch zugegeben werden. Es war, ja, und deswegen ist das ganze Horoskop komplett anders, weil wir hätten hier 3 Planeten im 2. Haus gehabt, aber tatsächlich haben wir 1, 2, 3, 4 Planeten im 3. Haus an dem Aspekt Saturn. Also Mond, Saturn ändert sich natürlich auch einiges, weil wir haben jetzt nicht mehr die eingeschlossenen Herrscher Krebs und Steinbock im 2. und 8. Haus, sondern eine komplett andere Aussage. Mond als Herrscherin des 9. Hauses und Saturn als Herrscher des 3. Hauses ergibt natürlich eine komplett andere Aussage und auch das Quadrat zum Aszendenten findet nicht statt, denn der Aszendent liegt auf 12 Grad und 12 Minuten und das bedeutet, er ist auf, naja, Löwegraden, was auch relativ interessant ist, weil dadurch ist der Aszendent in sich ganz schön verspannt, denn Aszendent Skorpion auf Löwegrade von, wie viel haben wir die von 12 Grad 30, nein, von 10 bis 12 Grad 30, genau, also das heißt, geht sich gerade noch aus und das ist natürlich ein verspannter Aszendent, weil auf der einen Seite introvertiert, auf der anderen Seite extrovertiert ist. Eines ist auf jeden Fall sicher, der Herrscher des 1. Hauses ist einerseits mit Pluto im 3. Haus, aber andererseits auch Herrscher von 1 noch im 7. Haus, könnte aber auch fürs 8. Haus gelten. Schauen wir uns das gleich an. Mars ist auf 8 Grad 10 und das 8. Haus 11 Grad 11 geht sich ganz knapp nicht aus, die 3-Grad-Regel wird nicht erfüllt, also dass diese Aussage bleibt zumindest bestehen, dass der Mars als Herrscher des Aszendenten, als Geburtsregent für das 7. Haus gilt und wir haben morgen auch, wie wir das hier sehen, einen keltischen Dienstag, aber auch einen Kalenderdienstag, das weist auf einen Marstag hin, auf einen nervösen Tag hin, wo es auch zu Streitigkeiten und natürlich bei einer starken Besetzung des 3. Hauses kann es auch zu Meinungsverschiedenheiten kommen. Wir erkennen auch den Herrscher des 10. Hauses, Spitze 10 im Löwen, noch im Löwen, an der Spitze des 3. Hauses. Also das heißt, wir können hier wieder eine, naja, würde ich sagen, eine starke Betonung der Themenbereiche von, naja, Wahrheit und Informationen annehmen und vermuten, weil wir wissen, dass aus deren Munde ja immer nur die reine Wahrheit und nichts, Verzeihung, als die Wahrheit kommt. Ja, ich habe leider schon einige Schlagzeilen gelöscht, aber wir haben hier noch einiges, das habe ich im vorigen ersten Teil auch schon kurz erwähnt und ja, ich versuche das halt noch einmal zu bringen. Ich weiß, solltest du es gesehen haben, dann wiederhole ich das noch einmal ganz. Auf jeden Fall, hier wurde der Staatsfeind Nummer 1 vermutlich zu Recht dingfest gemacht, denn er hat hier bereits 400 Hektar Wald heimlich in Thüringen aufgekauft. Also das heißt, er hat sein Reich von innen her aufgebaut und hat wahrscheinlich die Absicht verfolgt, dann in weiterer Folge ganz Deutschland aufzukaufen, was ihn aber dann jetzt nicht gelingen wird können, weil er wurde schon dingfest gemacht. Also hier haben die Behörden vollkommen richtig wieder die wahren Schuldigen und sozusagen die größte Gefahr, die größte Bedrohung haben sie sozusagen für uns aus der Welt geschafft. Aha, und hier haben wir, ja, wo haben wir die andere Steuer? Ja, genau, die habe ich hier, weil ich habe schon gewisse Vorbereitungsmaßnahmen für den 2. Teil getroffen. Und hier auch ganz interessant, dass man sozusagen in der Führungsspitze einer Arbeiterpartei leider über das eigene Klientel, und man sollte ja glauben, dass die Arbeitslosen zum Klientel einer volksnahen Partei gehört, aber da täuscht man sich, man hat hier in der obersten Ebene offensichtlich keine Ahnung von nichts, aber das heißt ja nicht, dass man sich nicht mit Pharma-Provisionen, vielleicht, ich will ja nichts unterstellen, aber möglicherweise, dass man sich im Bereich der Provisionitis doch besser auskennt als sozusagen
in Agenda der eigenen vorgeblichen politischen Funktion, aber man soll halt immer die Kirche im Dorf lassen und würde sagen, wir lassen hier jetzt auch die Zahlen widersprechen. Wir haben für morgen die Zahlenreihe 10, 11, doppelte 13, die 15, plus 3 ergibt die 18, daraus resultiert dann die 9. Schauen wir, wie weit wir in diesen Teil kommen, den Sonnenrich, also die Sonne als, naja, als wichtigen Bestandteil ist in jedem Horoskop wichtig, so auch in diesem, und zwar Herrscher von 10, Spitze drittes Haus, ist auf jeden Fall eine bemerkenswerte Häuserspitzenbesetzung, und wenn ich so schaue, ist das die engste Häuserspitzenbesetzung, nahe der fünften Häuserspitze ist Jupiter, aber ansonsten ist schon der Uranus, gut, der Uranus ist die bedeutendste Häuserspitzenbesetzung, keine Frage, ja. Aber die Sonne ist die näheste Besetzung und wir wissen auch, dass Deneb im Steinbock, den haben wir hier, Deneb LOK, also was das heißt, und der befindet sich hier ungefähr, also ein bisschen mehr auf über 20 Grad im Steinbock, gibt hier nicht allzu viel darüber zu sagen und zu hören und zu lesen, aber er soll halt, wie hier Johannes Velow schreibt, es scheint ihm aber, dass die Signatur Mars Venus besser passe, denn dieser Fixstern habe die Wirkung übler, verbuhlt machender Venus. Verbuhlt ist interessant, gell? Das kennen wir aus Jedermann. Die Bullschaft, Venus-Aspekte, allerdings nur in Konjunktion mit Mond oder Venus, der haben wir sowohl als weder noch. Und haben wir das sowohl als weder noch? Na, die Venus ist hier weit und alle anderen sind auch nicht so in unmittelbarer Nähe der Sonne. Und gleichzeitig hat dann hier auch Vivian Robson darüber philosophiert, dass Deneb die Fähigkeit zum Kommando, Liberalität und zum Erfolg im Krieg und zur Wohltätigkeit bringt. Also Erfolg im Krieg und Wohltätigkeit bedingen einander meines Wissens nicht unbedingt, aber wie gesagt, es gibt halt hier etliche interessante Aussagen. Die 11 haben wir als die magische Wirkungskraft und ich würde sagen, die können wir, Scheinwerfer zu mir, die können wir eindeutig in Neptun im vierten Haus verorten. Auch wenn er, was ich so sehe, eingeschlossene Spitze, ja eindeutig eingeschlossen, aber trotzdem haben wir unsere Fähigkeiten und Qualitäten mitbekommen und die 13 als Zahl des Niedergangs, aber auch Wiederauferstehung, also das heißt eine starke Transformationszahl, wo können wir die erkennen? Na, im Zweifelsfall würde ich sagen, in der Tatsache des Aszendenten Skorpion, da haben wir schon mal eine starke Aussage und Herrscher von 8 in 2 ist jetzt für mich nicht so schlagend. Herrscher von 1, also Geburtsregent, nicht nur Mars, sondern auch Pluto im dritten Haus, ist jetzt nicht, naja, ja gut, Bereich der Wirtschaft, aber wie gesagt, das ist ein ungefähr 14-Tages-Horoskop, das ist jetzt nicht so der Oberknaller oder Oberhammer. Ich mache hier mal Schluss und ich würde sagen, wir schauen uns dann den zweiten Teil an und wie gesagt, tut mir leid wegen des ersten Teils, aber es kommt halt vor im Eifer des Gefechts. Ich habe hier halt eben, wie gesagt, vorhin 2 Stunden statt nur einer für die mitteleuropäische Zeit dazugerechnet. 2 Stunden kämen dann dazu, wenn die Sommerzeit dann ab März, glaube ich, schlagend wird. Weiter zum zweiten Teil. Ende.